Tja, hallihallo und willkommen zurück zu The Bureau. Wir sollen mit Agent Weaver ja jetzt quatschen, da wir Access. Es muss einen Weg geben, sie hier. Naja. Also wir gehen einfach mal zu Agent Weaver. Da sind sie ja. Gut. Ich muss sie sprechen. Ja, ist okay. Ich wundere mich hier gerade nur. Sieht ein bisschen anders aus hier alles. Okay. Wir quatschen mal mit ihr. Angie, wie geht's Ihnen nach allem, was passiert ist? Access ist tot. Und Pete? Ihn habe ich schon vor Jahren verloren, Will. Das war nur ein letzter Abschied. Das tut mir leid. Danke. Und jetzt zurück an die Arbeit. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wie meinen Sie das? Wir hatten recht. Dieser Angriff war nur der Anfang. Ihre restlichen Truppen sind binnen Stunden hier. Uns bleibt höchstens ein Tag. Okay. Das ist nicht eben viel Zeit. Nein, aber wir können ein paar Städte vor ihrem Angriff evakuieren. Ich habe schon mal einige Teams losgeschickt. Wenn wir nicht gewinnen, zögern wir das Unvermeidliche nur hinaus. Sagen Sie das denen, die noch Zeit mit ihrer Familie haben. Wir müssen rauskriegen, wo wir zuschlagen können. Schon dabei, die Information wurde isoliert. Weir dekodiert noch die exakten Koordinaten. Das klingt sehr nach einem Himmelfahrtskommando. Mag sein, da mache ich mir keinen Kopf. Wenn wir sterben, sterben wir. Aber ich sorge dafür, dass Origin mit drauf geht. Das sehe ich ganz genauso. Ich habe in diesem Krieg so viel verloren wie jeder andere. Ich bringe das zu Ende. Haben Sie bekommen, was Sie dort gesucht haben? Ich wusste, ihn zu töten würde nicht viel ändern. Davon wird keiner wieder lebendig. Aber ich schlafe etwas besser. Danke, Will. Danke für diese Chance. Sie sollen wissen, was da mit Ihrem Bruder passiert ist. Will, schon okay. Sie hatten recht. Es musste sein. Ich hoffe nur, Sie tun im Zweifelsfall das Gleiche für mich. Bei Ihnen muss ich nicht lange überlegen. Oh, danke. Aber danke, Will. Und Pete würde Ihnen bestimmt auch danken. Okay. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, Weir hat die Zielkoordinaten. Ich bin sofort einsatzbereit. Tja, dann wollen wir mit ihm quatschen. Was ist das hier? Das war schon immer ein hübsches Büro. Schildern Sie nochmal, wie das passiert ist. Wir gehen hinter den Kisten in Deckung, als mir plötzlich ein Gedanke durch den Kopf geht. Immer und immer wieder. Und was war das für ein Gedanke? Der Teamleiter ist ein Feind. Töte ihn. Immer zu. Er ist ein Feind. Töte ihn. Aber ich weiß nicht, wer das gedacht hat. Und was haben Sie dann getan? Ich hab's nicht getan. Da sagt der Forensiker aber etwas anderes. Und Ihr verbliebener Teamkamerad auch. Es war mein Arm und meine Waffe. Aber ich hab nicht geschossen. Ich weiß, was diese Mistkerle einem Menschen antun können. Aber von jetzt an wird jeder Ihrer Kollegen Sie im Einsatz als Risiko betrachten. Ich weiß, Sir. Ich weise Ihnen einen Posten auf der Basis zu. Schön ruhig, keine Kampfeinsätze. Und Sie gehen dreimal die Woche zur Beobachtung zu einem Therapeuten, falls Langzeitfolgen auftreten. Verstanden, Sir. Danke, Sir. Es ist nur... Das war nicht ich. Ich hätte so etwas niemals tun können. Sie befinden sich im Krieg. Das reden wir uns alle ein. Alles klar. Ja, dass die Aliens natürlich Besitz ergreifen werden, das wussten wir schon. Gedankenmanipulation. Für die zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen. Befehl des Direktors, Schutz des Personals. So, wo ist Dr. Weir? Gute Arbeit da draußen, Carter. Danke. Hoffentlich hat es auch was gebracht. Natürlich. So, ich würde natürlich auch mal gerne nochmal mit den Außerirdischen quatschen. Mit dem Alien. Wir haben, was wir brauchen. Geben Sie dem Direktor Bescheid. Der wird sich freuen. Ah, Carter. Gerade rechtzeitig. Na, noch nicht. Der wird jetzt bestimmt ein bisschen merkwürdig reagieren, dass Access tot ist. William Carter. Sie sind es. Sie sind anders als sonst. Ich weiß auch nicht so recht. Ich hatte Visionen von Access, von Origin, von meinem Volk. Geträumt, hä? Vielleicht ist das der Begriff dafür. Es war
intensiver als während meiner Verbindung mit Mosaic. Wie behandelt man sie hier? Manche der Forscher sind neugierig und grausam. Der Wachposten Richard Rose stellt sich vor mich. Das ist anstellig, aber eine Beleidigung für einen Krieger. Gut zu hören. Wir brauchen ihr Wissen, wenn wir die Menschheit retten und dazu bringen wollen, ihr Volk als Flüchtlinge aufzunehmen. Ich werde ihnen helfen, so gut ich kann. Okay. Sie sagten was von Träumen. Was sehen Sie da? Mein Volk wogt empor wie eine Flutwelle aus dem Meer. Es rauscht über eure Welt hinweg und baut überall, wo es hinkommt. Scheint euer Schlachtplan zu sein. Es ist nicht aufzuhalten. Eine unendliche Masse. Und über allem thront Origin. Hämisch. Wir verwandeln eure Welt in eine Hülse. Wie zuvor unsere eigene. So weit wird es nicht kommen. Das werde ich verhindern. Ich weiß, sie wollen Mosaic zerstören und uns von Origin befreien. Aber ich fürchte, das wird nicht reichen. Es wird ein Anfang sein. Eins nach dem anderen. Was erwartet mich in eurer Welt? Warum wollen Sie das wissen? Weil es an der Zeit ist, dort zurückzuschlagen. Das ist ein törichtes Vorhaben, William Carter. Selbst die entlegensten Winkel unserer Heimat werden bewacht. Wir sind darauf vorbereitet. Sagen Sie mir, was uns erwartet. Ich habe meine Heimat so lange nicht gesehen. Jahrzehntelanger Krieg auf anderen Planeten. Nur vage Erinnerungen an das, wofür wir kämpften. Türme ragen in den Himmel. Truppentransporter fliegen Patrouille und stets ist Gift in der Luft, im Wasser und in unseren Köpfen. Verstehe. Schmerz, William Carter. Schmerz wird Sie erwarten. Okay. Ich glaube, Sie brauchen jetzt Ruhe. Danke. Aber die Visionen von eurem Planeten. Vielleicht, wenn ihr Origin aufhalten könnt. So. Dann gehen wir mal zu Wii U. Na, Reisepläne fertig? Ja, ich habe die Koordinaten für unseren Angriff soeben fertig berechnet. Und das Vangate so gut getestet wie unter den Bedingungen möglich. Eine zweite Chance kriegen wir nicht. Na dann, jetzt oder nie. Seltsam, das mal aus Ihrem Mund zu hören. Manchmal ist der Ernstfall der beste Test, Carter. Sie erfüllen mich nicht gerade mit Zuversicht, Doc. Falls es Sie beruhigt, ich fliege ja mit im Avenger. Sollte was schiefgehen, bin ich zur Stelle. Sie haben doch schon Vangates geöffnet, oder? Das ist nicht nur Theorie. Sie waren dabei, als Lawrence und ich das erste geöffnet haben. Das war ja nicht der volle Erfolg. Nein, aber es klappte. Und wir waren seitdem bei kleineren Tests erfolgreich. Dank der Outsider-Technologie. Das ist doch erfreulich. Hoffe ich. Der echte Test ist natürlich erst der Transfer von etwas so großem wie dem Avenger. Tja, wir werden ja sehen. Denke auch. Schon eine Ahnung, was uns auf Ihrer Heimatwelt erwartet? Zum Glück scheinen die Outsider eine ähnliche Lebensumwelt und Schwerkraft wie wir zu haben. Sicher haben sie die Erde deshalb ins Visier genommen. Doch alles andere dort könnte uns sehr fremd sein. Wie wird Ihre Verteidigung aussehen? Die Tarneigenschaft des Avengers schleust uns an den schärfsten Abwehrregeln vorbei. Aber den letzten Teil müssen Sie zu Fuß erledigen. Nur mein Team und ich in einer Alien-Basis? Wird sicher witzig. Die Gegenwehr wird heftig sein, jedoch bei kleiner Truppenstärke. Sie versuchen, Origins Aufenthaltsort geheim zu halten. Also können Sie keine ganze Armee um ihn herum scharen. Okay. Die Daten von Axis lieferten Ihnen also die nötigen Koordinaten. Wo weisen Sie hin? Zweifelsfrei. Sie weisen auf einen speziell isolierten Bereich im Orbit um die Alienwelt. Wo genau liegt die Heimatwelt der Aliens? Ohne Sternenkarte ist das schwer zu beschreiben, aber sie liegt etwa 600 Lichtjahre von der Erde entfernt. Im Sternbild Cygnus. Ganz schön weit weg von zu Hause. Planeten, auf denen Leben wie unseres möglich ist, sind äußerst selten. Selbst in einem unendlichen Universum. Gut. Wir verlassen uns ganz auf Ihre Arbeit. Ich hoffe, Sie besteht die Feuertaufe, Doktor. Ich auch. Sie riskieren nicht als Einziger Ihr Leben. Ich reiße mich nicht darum, fernab der Heimat zu sterben. Aber wie viele Wissenschaftler kriegen schon einen fremden Planeten zu sehen? Sehen Sie es so. Sie sterben nicht fernab der Heimat, sondern um Ihre Heimat zu retten.
Ja, das ist doch gleich viel tröstlicher, nicht? Bitte melden Sie sich bei Direktor Falk in Zentralstaat. Agent Carter, bitte zu Direktor Falk. Es wird wohl Zeit. Wir sehen uns im Avenger, Carter. Alles klar, Falk. Wir gehen zu Falk. Falk, 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 Falk. Wir gehen zu Falk. Immer dieses Hin- und Hergerenne hier. Klar. Dann muss die Lage wirklich verzweifelt sein da draußen. Ein weiter hier rüber. So, da stehen sie schon. Schicken Sie die Evakuierungsbefehle raus und die Agenten sollen weiter die hochrangigen Ziele verteidigen. Ja, Sir, wird gemacht. Wir halten bis zu Ihrer Rückkehr den Laden am Laufen. Ihre unerklärliche Zuversicht wird lobend zur Kenntnis genommen, Chalsky. Ah, da ist Carter. Carter, gut. Man hat mir gesagt, dass alles bereit ist. Ja, Sir. Gut, in der nächsten Stunde geht es los. Was das? Carter? Keine Rede? Keine Ansprache? Reden sind hier unangebracht. Sie wissen, was auf dem Spiel steht und Sie kennen unsere Chancen. Ja, Sir, allerdings. Das erwarte ich auch. Keine Sorge, Director. So leicht bringt man mich nicht um. Kein Mensch kann alles. Aber wenn einer das schafft, dann Sie, Carter. Eben, weil ich keine halben Sachen mache. Darum habe ich Sie ausgewählt. Existiert diese Origin nicht schon seit Hunderten von Jahren? Was ist, wenn es mit einer Kugel in den Kopf nicht getan ist, um ihn und Mosaic auszuschalten? Wir haben alle Vorkehrungen getroffen. Und wenn das nicht reicht... Nun, Sie haben gezeigt, dass Sie gut improvisieren können. Ich soll improvisieren? Das ist ja was ganz Neues. Und wenn wir dort landen und ich nicht das richtige Werkzeug dabei habe? Keine Sorge, ich habe einen Plan B. Aber Sie sind eben unsere beste Chance. Angenommen, wir können die Gates schließen. Was wird aus den Outsidern auf der Erde? Ich hinterlasse einen detaillierten Schlachtplan. Er wird gerade an die Stabschefs verteilt. Wir hoffen, dass der feindliche Nachschub abreißt, wenn die Welten getrennt wurden und dass die einzelnen Feindverbände vom Zentralkommando abgeschnitten werden. Das sollte unseren Truppen den nötigen Vorteil verschaffen. Das klingt ja, als hätten sie nicht vor, selbst mitzumachen. Die Chancen, dass wir heil zurückkehren, sind gering. Machen wir uns doch nichts vor. Ich verstehe das einfach nicht. Unsere Einsätze waren ein Erfolg. Nein. Sie waren nur ein Erfolg, wenn der Verlust zweier Städte und das Erreichen des Minimalziels als Erfolg gilt. Trotzdem sind sie erfolgreicher als alle anderen. Wir brauchen mehr Agenten, bessere Ausbildung. Die Outsider haben einen endlosen Nachschub an Truppen, nicht wir. Uns bleibt nur eine Option. Wir müssen den Kampf zu ihnen tragen. Ich bin bereit. Wir treffen uns im Avenger. Sie wissen, was auf dem Spiel steht, Carter. Und Sie kennen das Risiko. Sie haben bisher überlebt. Ich weiß, Sie sind der richtige Mann. Gut, im Avenger-Hangar melden. Jetzt möchte ich natürlich vorher noch mal ganz kurz gucken. Agentenverwaltung. So, gucken wir uns mal hier Torchedo an. Da ist er schon. So, Übersicht. Ausrüstung, Gefechtsstimulanz, Kugelschild und Schwächen. Maschinenpistole. Medizinpack. Komm, wir nehmen mal Medizinpack. Was soll das? Maschinenpistole? Hm. Da kann man auch wirklich nichts mehr nehmen, wa? Verdammt. Ist natürlich nicht so toll. So, Fähigkeiten. Fähigkeiten, Gefechtsstimulanz und Schwächen. Kräfte. Haben wir ja immer noch das. Verändern. Pullover. Schulterklappenfarbe, Namensschildfarbe, gut. Da brauchen wir nichts ändern, was soll das? Dann haben wir Bone. Bone, Bone, Bone. Ich finde, mit einer Schrotflinte kommt er nicht weit. Streulaser. Nehmen wir den. So, Standard-Pack.
Scharfschützenpack. Panzerbrechen, deutlich stärker Schaden. Medizinpack. Na, Wächterpack. Jo. Den nehmen wir mal. So, Fertigkeiten vertreiben. Mine. Ach, Rang 4 erst. Schade. Kräfte. So, und verändern brauchen wir hier eigentlich auch nichts. Oder? Ach komm, wir machen es mal. Wir machen es mal Ghostbuster-mäßig. So. Ashby, Ashby, jetzt haben wir zweimal Ashby. Naja, gut, was soll's. Man könnte jetzt rein theoretisch hier einfach nochmal den Namen ändern, glaube ich. Ach, das geht gar nicht. Na gut. Ach, hat doch funktioniert. Alles klar. So, was soll's. Wir sind hier fertig. Ich weiß jetzt nur nicht mit der Mission. Wie machen wir das mit der Mission? Santa Cruz, Kalifornien. Machen wir eine kleine Nebenmission. Wir hatten ja gesagt, dass wir das auch nochmal machen. So die ganz kleinen. Ich schaue gerade wieder auf die Uhr. 17 Minuten. Mein Gott, die Zeit ist vergangen. Ich werde mir überlegen in der Pause, ob wir mal ein Part machen mit Nebenmissionen. Damit wir nicht nur der Haupt-Quests-Geschichte folgen. Gut, bis dahin, ja, ruhen wir uns ein bisschen aus, trinken was, keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall noch eine Folge aufnehmen. Und ich hoffe, du bist auch wieder dabei, wenn es wieder heißt The Bureau mit Outrunner. Also bis dahin, mach's gut, tschüss.